Moin moin und herzlich willkommen zu Hör dich clever, der Gesundheitstalk des Evangelischen Krankenhauses Oldenburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör dich clever, dem Gesundheitstalk des Evangelischen Krankenhauses aus Oldenburg. Unser Thema heute lautet Hörstörungen. Zu Gast bei uns ist Frau Prof. Dr. Pascal Sandmann. Herzlich willkommen, Frau Prof. Dr. Sandmann. Mögen Sie sich einmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen? Ja, hallo zusammen. Freut mich sehr, dass ich hier in diesem Rahmen über Hörstörungen sprechen darf. Zu meinem Werdegang. Ich bin ursprünglich aus der Schweiz, komme aus Zürich, habe dort studiert und promoviert, bin aber mittlerweile seit 14 Jahren in Deutschland, habe hier verschiedene Stationen durchwandert. Unter anderem in Hannover war ich an der MHH tätig als Juniorprofessorin. Und ich war auch in Köln an der Uniklinik für 7 Jahre und seit etwas mehr als einem Jahr bin ich jetzt hier in Oldenburg am Evangelischen Krankenhaus in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik und hier habe ich die Leitung der Audiologie und ich habe auch eine nebenberufliche Professur für klinische Audiologie an der Universität in Oldenburg. Vielleicht noch kurz zum Begriff Audiologie, weil der Begriff vielleicht nicht allen bekannt ist. Audiologie beschäftigt sich mit dem Ursprung, mit der Diagnose und mit der Therapie von Hörstörungen. Ja, vielen Dank, Frau Prof. Dr. Sandmann, für diese kleine Einführung in Ihre Person. Genau, unser Thema heute lautet Hörstörungen. Wir wollen gleich einsteigen. Die erste Frage lautet, welche Arten von Hörstörungen gibt es und wie machen sich diese bemerkbar? Gut, zu dieser Frage möchte ich ein bisschen ausholen. Wir alle kennen ja das Ohr, zumindest von der Außenperspektive. Das Außenohr nimmt den Schall auf und leitet diesen weiter zum sogenannten Mittelohr. Im Mittelohr befinden sich die 3 Gehörknöchelchen und diese werden durch den Schall, also durch das akustische Signal, in Schwingung versetzt. Dadurch wird der Schall dann weitergeleitet zum Innenohr, in dem sich die Haarzellen befinden, also die Sinneszellen, die dann das akustische Signal aufnehmen, verarbeiten und weiterleiten dann zum Hörnerv. Und der Hörnerv anschließend wiederum leitet die Information dann weiter zum Gehirn, wo dann das akustische Signal als Hörwahrnehmung wahrgenommen wird. Es gibt verschiedene Ursprünge von Hörstörungen. Die häufigsten Formen von Hörstörungen liegen im Mittelohr und im Innenohr. Zum Beispiel bei Kindern ist es so, dass die Kinder anteilsmäßig am häufigsten Hörstörungen bedingt durch das Mittelohr entwickeln. So sammelt sich zum Beispiel bei Kindern oftmals Flüssigkeit hinter dem Trommelfell an, zum Beispiel im Rahmen einer Erkältung. Und diese Flüssigkeit verhindert dann eine gute Übertragung des Schallsignals zum Innenohr. Das führt dann dazu, dass die Person dann schlechter hören, also eine dumpfe Hörwahrnehmung haben. Mhm. Bei den Erwachsenen ist das ein bisschen anders. Hier sind die Hörstörungen mehrheitlich durch das Innenohr verursacht, konkret also die Haarzellen, die entweder nicht funktionieren oder nur beschränkt funktionieren, sodass dann das Schallsignal nur schlecht oder gar nicht verarbeitet werden kann. Und die Konsequenzen dieser Störungen im Innenohr sind dann auch eine Anhebung, also eine Verschlechterung der Hörschwelle. Beziehungsweise es kann so weit sein, dass der Patient oder die Person dann gar keine Töne mehr wahrnehmen kann oder auch, dass bestimmte Tonhöhen gar nicht mehr gut unterschieden werden können. Ja, vielen Dank, Frau Professor. Wie häufig sind denn Hörstörungen bei uns hier in Deutschland verbreitet? Also wie viele Menschen betrifft das Phänomen, dass wir irgendwelche Beeinträchtigungen im Ohr haben? Ja, Hörstörungen sind sehr, sehr verbreitet. Bei den Hörstörungen handelt es sich um die am häufigsten angeborene Sinneserkrankung. So haben 2 Neugeborene von 1000 Neugeborenen eine beidseitige versorgungspflichtige Schwerhörigkeit. Das heißt also, die Schwerhörigkeit ist so hoch, dass sie mit Hörhilfen, also konkret mit Hörgeräten, versorgt werden müssen. Zusätzlich kommen noch 1 Neugeborenes auf 1000 hinzu, die eine einseitige Schwerhörigkeit haben. Ja. Und bis zum Eintreffen des Schulalters verdoppelt sich die Anzahl der schwerhörigen Kinder nochmal. Also wie gesagt, die Häufigkeit der Hörstörung ist ziemlich hoch. Ja, vielen Dank. Wir sprachen jetzt über die Häufigkeit. Sie sprachen an, vieles ist angeboren, aber es gibt natürlich auch Auslöser, die Hörstörungen auslösen können. Ich denke da natürlich immer an den Besuch des Rockkonzertes oder eine lange Nacht in der Disco. Können Sie ein bisschen beschreiben, was sind Auslöser für Hörstörungen und was sollte man tunlichst eigentlich verhindern, um nicht diese zu bekommen? Es gibt sehr viele verschiedene Auslöser. Sie haben das Stichwort Rockkonzert erwähnt. Das ist Lärm.
Das heißt, das ist eine mögliche Ursache für Hörstörungen, aber es gibt noch viele weitere. So ist es so, dass Hörstörungen angeboren auch sein können. Also sie können angeboren oder erworben sein. Bei Kindern ist es so, dass 50-60% der schwerhörigen Kindern eine Schwerhörigkeit haben. Also bei 50-60% ist die Hörstörung genetisch verursacht. Es gibt aber auch erworbene Hörstörungen bei Kindern, wie zum Beispiel Sauerstoffmangel bei der Geburt oder Infektionen, wie zum Beispiel Mumps. Weitere Möglichkeiten sind sogenannte ototoxische Medikamente, also bestimmte Antibiotika sind ototoxisch, also führen dazu, dass die Sinneszellen nicht mehr gut arbeiten können. Und eine weitere häufige Ursache ist auch die Meningitis, also die Hirnhautentzündung bei Kindern. Ja. Dann auch bei Erwachsenen gibt es auch sehr viele unterschiedliche Ursachen von Hörstörungen. So ist zum Beispiel der Hörsturz relativ weit verbreitet, also ein sehr schnell einsetzender Hörverlust, der zumeist auf einem Ohr sich ereignet. Dann gibt es die Presbyakusis, also die sogenannte altersbedingte Schwerhörigkeit, die primär im Hochtonbereich ansetzt. Weitere Auslöser sind zum Beispiel akustische Traumata. Da wären wir jetzt bei der Lärmschwerhörigkeit. Also eben wenn laute Lärmbelastung vorliegt, dann kann das eben auch zu Schwerhörigkeit führen. Oder es gibt auch Tumoren, die Hörstörungen verursachen können. Und auch Schädel-Hirn-Traumata, also zum Beispiel nach einem Unfall kann die Cochlea oder auch der Hörnerv beeinträchtigt werden. Ja, also die Ursachen sind sehr, sehr vielfältig. Es ist wirklich ein breites Spektrum. Ja. Sie sprachen ja eben schon mehrfach die Hörstörungen bei den Neugeborenen oder bei den Kindern an, die angeboren sind. Können Sie so ein bisschen skizzieren, Frau Professor Dr. Sandmann, mit welchen Entwicklungsproblemen die Betroffenen rechnen müssen? Weil gut, erst denkt man ja nur, man kann nicht hören, aber das hat ja weitreichende Konsequenzen fürs Leben, ne? Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also diese negativen Auswirkungen von einer unversorgten Hörstörung können sehr, sehr gravierend und weitreichend sein. Es ist so, dass Kinder sowohl in der Hör- wie auch in der Sprachentwicklung beeinträchtigt sind. Und diese Beeinträchtigung hängt natürlich davon ab, wie ausgeprägt die unversorgte Schwerhörigkeit ist. Also ein hochgradig schwerhöriges Kind, das keine Hörhilfen nutzt, hat natürlich schlimmere oder gravierendere Auswirkungen als ein Kind, das geringgradig schwerhörig ist. Es ist so, dass in den frühen Lebensphasen, also konkret in den ersten Monaten und Jahren, sogenannte sensible Zeitfenster vorhanden sind, in denen das Hörsystem besonders empfänglich ist für Hörerfahrungen. Ja. Und diese Zeitfenster sind auch wichtig für die Hörentwicklung. Das heißt also, in dieser Zeit müssen Hörerfahrungen gemacht werden, sodass das auditorische System adäquat ausreifen kann. Das heißt also, wenn in dieser Zeit keine Hörerfahrung gemacht wird, weil jetzt das Kind nichts hört oder nur beschränkt hört, dann kann das System nicht adäquat ausreifen und entsprechend sind dann auch die Prognosen für eine Sprach- und Hörentwicklung dann entsprechend beeinträchtigt, selbst wenn man später dann auch noch mit Hörhilfen vielleicht versorgt, aber diese Zeitfenster sind danach geschlossen. Ja. Das heißt also, dass Eltern, die irgendwelche Anomalien bei ihren kleinen Kindern feststellen sollten, möglichst schnell reagieren, weil Zeit verlieren ist einfach hochgradig problematisch. Genau, also deswegen haben wir auch seit 2009 in Deutschland das Neugeborenen-Hörscreening eingeführt. Das heißt, seit 2009 hat jedes Neugeborene in Deutschland ein Anrecht auf ein Hörscreening. Und dieses Hörscreening wird in der Regel in den ersten 3 Lebenstagen gemacht. Okay. Das heißt, wir können frühzeitig auch eine Hörstörung diagnostizieren und entsprechend dann auch frühzeitig mit einer Therapie beginnen, konkret also Hörgeräte versorgen, sodass auch bei uns in der Klinik oftmals Kinder, die schon im Alter von 2 bis 3 Monaten mit Hörgeräten versorgt sind. Ja, aber es ist eine sehr gute Errungenschaft, dieses Hörscreening. Genau, das ist auch die Idee, dass wir eben rechtzeitig die Hörstörung erkennen und damit eben das Kind auch unterstützen können in der Hör- und Sprachentwicklung. Was ich noch nicht gesagt habe, die Auswirkungen sind noch gravierender. Es geht nämlich nicht nur um die Hör- und Sprachentwicklung, sondern Kinder, die nicht gut versorgt sind mit Hörgeräten oder Hörsystemen, die zeigen auch Auffälligkeiten in der sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung. Ja. Das heißt, es geht nicht nur ums Hören und Sprechen, sondern es geht wirklich auch weitreichend um kognitive Funktionen. Ja, das sind wirklich dramatische Folgen, die dadurch ausgelöst sind. Aber Gott sei Dank kann man ja was gegen unternehmen. Genau. Wenn wir über Hörstörungen sprechen und darüber unterhalten, hört man ja immer wieder auch das Wort Tinnitus. Ich war erst neulich auf
einer privaten Feier, da hieß es dann auch plötzlich, ach, ich habe so ein Pfeifen im Ohr. Und dann hieß es ja, ich auch seit vielen Jahren, auch ausgelöst so aus verschiedensten Gründen. Können Sie so ein bisschen mal erklären, was ist genau Tinnitus und was kann man dagegen tun? Also wie lässt sich ein Tinnitus therapieren? Ja, Tinnitus, das möchte ich zu Beginn jetzt noch betonen. Tinnitus ist keine Krankheit, Tinnitus ist ein Symptom. Und Tinnitus kommt sehr oft vor, zusammen mit einer Schwerhörigkeit. Oftmals haben Patienten, die eine Hörstörung haben, eben auch zusätzlich noch Tinnitus. Tinnitus ist eine subjektive Wahrnehmung ohne eine erkennbare äußere Schallquelle. Das heißt, die Person hat eine Wahrnehmung, ein Pfeifen, ein Rauschen oder auch ein Klingeln. Also das kann sehr variabel sein. Und diese Wahrnehmung kann auf einer Seite sein, also auf der linken Seite, rechte Seite oder auch in der Kopfmitte. Also das ist sehr, sehr variabel. Und was auch sehr typisch ist, dass Tinnitus, also diese subjektive Wahrnehmung von Geräuschen, dass die eigentlich auch moduliert wird durch Stressreaktionen. Also wenn jetzt jemand aktiv in einer Stresssituation ist, dann ist es so, dass häufig eben die Tinnitus-Wahrnehmung sich verstärkt. Das heißt, der Tinnitus kann dann auch wieder zurückgedrängt werden, indem man die Stressfaktoren reduziert oder... Genau. Wie ist da die Lösung? Genau, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Ansatz, dass man versucht, Stressreaktionen möglichst zu minimieren, weil, wie gesagt, oftmals der Tinnitus oder die Belastung des Tinnitus ansteigt mit zunehmender Stresssituation. Oftmals ist es eben leider auch so, dass die Personen einen negativen Kreislauf entwickeln. Das heißt, die fokussieren sehr stark auf diese Geräusche, die sie wahrnehmen. Dadurch entsteht eigentlich wieder Stress. Die Personen entwickeln je nachdem sogar eine Depression, ziehen sich je nachdem sogar sozial zurück. Ja, schwere Folgen, ja. Schwere Folgen. Auch da wieder. Genau, und das fördert ja wiederum den Fokus auf den Tinnitus. Das heißt, es gibt so eine Negativspirale, aus der man auf jeden Fall wieder versuchen muss, herauszukommen. Also das ist keine gute Entwicklung. Und deswegen ist Stichwort Therapie, was kann man eigentlich machen bei Tinnitus? Also eben, Sie haben es schon erwähnt, Stressreaktion. Also Stress sollte man reduzieren. Das ist auf jeden Fall ein Ansatz. Die Person sollte beraten werden im Hinblick auf, was ist eigentlich ein Tinnitus. Auch nochmal betonen, dass Tinnitus per se eigentlich keine Krankheit ist, sondern eben, dass es in dem Sinn zwar ein Symptom ist, natürlich gravierende Auswirkungen haben kann auf die Lebensqualität, weil der Leidensdruck zum Teil sehr hoch ist bei den Patienten. Dann kann man hörverbessernde Maßnahmen einleiten, weil wie gesagt, oftmals kommt Tinnitus ja zusammen vor mit einer Hörstörung und in diesem Fall wäre natürlich je nachdem dann eine Hörgeräteversorgung angebracht. Weiter gibt es auch sogenannte Tinnitus-Noiser. Das sind eigentlich Hörgeräte, die aber nicht akustisch verstärken oder nicht unbedingt, also sie können, aber sie müssen nicht akustisch verstärken, sondern zusätzlich generieren die auch ein Rauschen. Das heißt, die Person hört dann so ein Rauschen und das Ziel ist dabei, dass sie den Fokus weglenkt von diesem Tinnitus, sondern dass sie eben eher so ein bisschen andere Geräusche noch mit wahrnimmt. Das wird ja oft abends im Bett beim Einschlafen dann eingesetzt, ne? Weil da ja oft der Tinnitus am präsentesten ist und der Noiser, das kenne ich auch von einer Bekannten, der leistet da wirklich gute Dienste, so ein Meeresrauschen beruhigt und dadurch kann man besser einschlafen. Ne? Genau. Ja, und zusätzlich angebracht sind zum Beispiel auch Entspannungsübungen, eben um Stress zu vermeiden. Ja. Und auch es gibt die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie mit dem Ziel, dass die Person eine Toleranz entwickelt gegenüber dem Tinnitus. Weil oftmals ist ja der Tinnitus mit sehr negativen Emotionen belastet oder behaftet. Und wenn man jetzt versucht, eben einen anderen Umgang mit dieser Wahrnehmung zu generieren, dann ist der Leidensdruck dann vielleicht auch nicht mehr so hoch. Ja. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Grundsätzlich gilt ja, wie bei allen Dingen in der Gesundheit, man muss sich pflegen, man muss achtsam mit sich umgehen. Gibt es Maßnahmen, wie man präventiv was für seine Ohr- oder Hörgesundheit tun kann? Oder gibt es Dinge, die ich, also mal abgesehen jetzt auch schon vom angesprochenen Rockkonzert, ich meine, klar, gehört das auch mal zum Leben dazu, dass man mal sowas besucht, aber vielleicht ja auch nicht ständig. Also gibt es Maßnahmen, wie man seine Gehör- oder Hörgesundheit fördern kann? Ja, also das gibt es schon, zum Beispiel eben, wenn jemand jetzt häufig sich in Lärmsituationen befindet, auch zum Teil beruflich bedingt, dann ist natürlich wichtig, dass diese Person auch Hörschutzmaßnahmen ergreift, also konkret jetzt Ohrstöpsel verwendet. Auf der Baustelle beispielsweise. Genau, dann auch, ne? ganz wichtig. Ich sehe das zum Teil auch, dass die Person da zu wenig Acht drauf geben, weil wenn die Sinneszellen zerstört sind, dann kann man die auch nicht... Dann sind sie weg. Genau, dann kann man die nicht mehr regenerieren, aktuell zumindest.
Weiter ist es im Zusammenhang mit Medikamenten wichtig, dass man darauf achtet, dass man, wenn man die Wahl hat, nicht ototoxische Medikamente einnimmt. Also es gibt ja zum Beispiel Antibiotika, ja, die ototoxisch, also schädlich sind fürs Innenohr. Ja. Und wenn man eben die Wahl hat zwischen verschiedenen Medikamenten, sollte man darauf achten, dass man nicht ototoxische Medikamente nimmt. Genau. Da kann dann auch der Arzt oder Apotheker beraten. Genau, das ist wichtig, ja. Weiter gibt es ja auch Infektionen, die eine Hörstörung verursachen können, wie zum Beispiel Mumps. Und heutzutage gibt es ja auch Impfungen gegen verschiedene Erkrankungen, wie zum Beispiel Mumps. Und das ist eine weitere Möglichkeit, eben, um auch jetzt bestimmte Infektionskrankheiten zu verhindern und somit eben auch Hörstörungen zu verhindern. Ja, eine letzte Frage habe ich noch, Frau Professor Dr. Sandmann. Man hört oft, dass Schwerhörigkeit und Demenz irgendwie miteinander zu tun haben. Können Sie da was zu erläutern? Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, auch in der Forschung aktuell. Es ist ja so im Moment, dass mit zunehmender Lebenserwartung das Risiko steigt, an Demenz zu erkranken. Und das ist auch wirklich ein großes Thema in Deutschland. Also wir haben aktuell etwa 1,5 Millionen Demenzerkrankte in Deutschland und Tendenz steigend. Ja. Man geht davon aus, dass bis zum Jahr 2050 die Anzahl sich verdoppelt. Also wie kommt das, wenn ich kurz unterbrechen darf? Also was sind da die Faktoren, dass das so rapide mit der Demenz nach oben geht? Das hat mit der Lebenserwartung zu tun. Also umso höher das Lebensalter, umso höher auch das Risiko an Demenz zu erkranken. Parallel dazu auch Hörstörungen, also auch da gilt dieser Zusammenhang leider. Umso höher die Lebenserwartung, umso höher auch das Risiko, eine Hörstörung zu entwickeln. So ist es aktuell so, dass 20% der 60- bis 69-Jährigen eine Hörstörung haben und 40% bereits der 70- bis 79-Jährigen haben auch eine Hörstörung. Also das ist beunruhigende Zahlen, ja, das ist wirklich eine Menge. Genau, und jetzt zeigt eben auch die Forschung, dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt zwischen Demenz und Hörstörung. Eine Hörstörung gilt als Risikofaktor für die Entwicklung einer Demenz. Okay. Mhm. Das Gute aber dabei ist, dass wir Hörstörungen ja behandeln können. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, eine Hörstörung zum Beispiel mit Hörimplantaten oder Hörgeräten zu therapieren, dann können wir dadurch auch das Risiko für eine Demenzentwicklung reduzieren. Mhm. Weil es gibt Studienergebnisse, die zeigen, dass im Vergleich zu Normalhörenden Patienten mit einer mittelgradigen Schwerhörigkeit ein doppelt so hohes Risiko haben für eine Demenz und Patienten mit einer hochgradigen Schwerhörigkeit sogar ein dreifaches Risiko haben, eine Demenz zu entwickeln. Das heißt, beeindruckende Zahlen, ja. Genau, also das ist wirklich ein Zusammenhang und wie gesagt, man kann die Hörstörung ja zumindest teilweise behandeln und dadurch eben das Demenzrisiko auch vermindern. Also auch da ist dann Handeln in jedem Fall geboten, dass man eben auch die Demenz dann präventiv eben bekämpft. Genau. Zuletzt möchte ich noch gerne eine Studie erwähnen, die sich mit dem Thema Gehirnabbau beschäftigt hat. Konkret gibt es Zahlen dazu, nämlich dass 0,5 bis 1% des Hirnvolumens pro Lebensjahr abnimmt. Das heißt also, das Hirnvolumen nimmt natürlicherweise ab. Mhm. Aber zusätzlich ist es so, dass Personen, die nicht mit einem Hörgerät oder einer Hörhilfe versorgt sind, die aber eine Hörstörung haben, dass die einen schnelleren Abbau im Hirnvolumen zeigen. Ja. Also auch da dieser negative Zusammenhang zwischen einer unversorgten Hörstörung und den negativen Auswirkungen. Ja. Also ich lerne daraus, Hörstörungen sind nicht nur lästig und unangenehm, sondern können eben auch noch viele Folgen für andere Erkrankungen auslösen. Also von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, achten Sie auf Ihr Gehör, tun Sie was für Ihre Hörgesundheit. Ja, Frau Professor Dr. Sandmann, ich darf mich sehr bei Ihnen bedanken. Das war sehr interessant für die schönen Ausführungen. Ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören wieder und wir melden uns demnächst wieder mit einer weiteren Folge von Hör dich clever. Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Tschüss.